Im Herz-Jesu-Krankenhaus in Dernbach wird wieder gebaut. Nicht mit einem Spatenstich, sondern mit einem Hammerschlag wurde der Neubau nun eingeleitet. In einer Feierstunde überreichte Gesundheitsministerin Sabine Betzing-Lichtentäler nun einen weiteren Förderbescheid des Landes in Höhe von 2 Millionen Euro. Insgesamt beläuft sich die Landesförderung der vergangenen Jahre für das Krankenhaus der Dernbacher Gruppe Katharina Kasper nun auf 11,2 Millionen Euro. Also ich habe mich sehr gefreut, zum einen, dass wir hier das Krankenhaus unterstützen können mit unserer Landesförderung, zum anderen aber auch, um hier zum 110-jährigen Jubiläum zu gratulieren, weil dieses Haus wirklich ja, ein Schwerpunkt ist in unserer Region für die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung. Das ist für die Menschen ganz, ganz wichtig. Die Investitionen des Landes und der Krankenhausgruppe werden einige sichtbare Veränderungen mit sich führen. Vor allem in eine neue Patientenaufnahme und den Ausbau der OP-Säle wird das Geld gesteckt. In den nächsten Jahren wird das Projekt ein weiterer Baustein in der ortsnahen Krankenhausversorgung des Westerwalds werden. Wir bauen in den nächsten gut 3 Jahren. Zunächst wird ein Sterilgutflur angebaut, danach wird die Liegenkrankenaufnahme geschaffen. Die 4 OP-Säle werden nach und nach umgebaut bzw. neu gebaut. Und wenn das alles fertig ist, wird die Eingangshalle und die Patientenaufnahme entsprechend gestaltet. Uns ist es ja wichtig, die wohnortnahe Versorgung für die Patienten in der Region, für die Region zu machen. Das haben wir natürlich in den letzten Jahren forciert durch die Etablierung vieler Schwerpunkte wie der Gefäßchirurgie, der Unfallchirurgie, der Kardiologie, der Palliativmedizin, der interventionellen Radiologie und jetzt ganz neu, auch heute haben wir es durch die Ministerin erfahren, der Geriatrie in diesem Hause. Insofern, wir stehen für die wohnortnahe, hochqualitative Versorgung der Bevölkerung in der Region, für die Region im Westerwald. Der Hammerschlag für den Neu- und Ausbau am Herz-Jesu-Krankenhaus fällt zeitgleich mit dem 110-jährigen Jubiläum des Krankenhauses zusammen. Passend dazu wurden an die Besucher bei den Feierlichkeiten 110 Luftballons verteilt, die beim Festakt steigen gelassen wurden. Ebenfalls teilte die neue Gesundheitsministerin mit, dass in Dernbach ein geriatrischer Schwerpunkt geschaffen werden kann. Also ich denke, die Geriatrie, die Altersmedizin wird die Zukunft sein. Aufgrund unserer älter werdenden Gesellschaft werden wir uns diesen Herausforderungen stellen müssen und natürlich auch hier im ländlichen Raum. Und für das Krankenhaus ist der Schwerpunkt der Geriatrie nochmal ein weiteres Standbein, um auch in Zukunft hier sicher bestehen zu können und mit Zuversicht die nächsten 110 Jahre gehen zu können. Also die Geriatrie ist ja nun speziell die Altersmedizin und auch da müssen wir der demografischen Entwicklung einfach entgegenblicken und sagen, wie viele Menschen gibt es, die doch über 70 sind, die vielleicht einer ganz speziellen Betrachtung nochmal bedürfen. Und die Geriatrie ist natürlich ein interdisziplinäres Fach, sodass es immer gemeinsam mit den jeweiligen Fachabteilungen und der Geriatrie hinterfragt wird, wie können wir den Patienten möglichst optimal versorgen. Baumaßnahmen dieser Größenordnung lassen sich nicht gänzlich ohne Beeinträchtigungen im Krankenhausalltag umsetzen. Dabei könnte sich die lange Planungsphase im Vorfeld aber noch als nützlich erweisen. Durch die sorgfältigen Vorbereitungen soll der Umbau für Mitarbeiter wie Patienten so schonend wie möglich vonstatten gehen.